Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch die besten Controller-Einstellungen, die man nur haben kann in Chapter 5. Ihr müsst mir vertrauen. Schaut das Video unbedingt bitte bis zum Ende. Falls ihr solche Art von Videos auf jeden Fall nicht mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Hey, ich warne dich. Bitte lass ein Abo da. Dazu bin ich auch noch jeden Tag live auf Twitch, also falls du Bock hast, mal reinzuschauen. Mein Name steht jetzt ganz genau hier. Gib dem Video auf jeden Fall positive Bewertung. Ich würde sagen, der Dicke hat schon wieder zu viel gelabert. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann würde ich sagen, gehen wir doch schon mal rein in die Fortnite-Einstellungen. Ich denke, bei den Grafikeinstellungen haben wir alle das Gleiche. Bitte die Auflösung genau so machen. Helligkeit 100%. Für die Farbenblindheit würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Grünblindheit 5 zu spielen. Ich sage euch auch jetzt warum. Dadurch seht ihr alles außerhalb der Zone. Das heißt, ihr seht die Gegner perfekt, wenn ihr außerhalb der Zone seid. Und hier unten bitte alles auf ausmachen, weil das zieht euch nur sehr, sehr viel FPS. Dann sind wir auch schon bei Gebäude. Und zwar, wie ihr wisst, ist ja vor ein paar Monaten die neue Controller-Einstellung rausgekommen. Und zwar hier mit dem Bearbeitung automatisch bestätigen. Da müsst ihr wissen, was ihr am besten könnt. Ich spiele Edit on Release und deswegen habe ich auch zum Beispiel hier auf beides gemacht. Das heißt, dass ich zurücksetze sozusagen, ohne zu bestätigen. Ansonsten ab hier unten bitte alles auf ausmachen. Das zieht euch alles nur FPS. Vertraut mir, wenn ihr das alles auf ausmacht, werdet ihr auf jeden Fall einen Unterschied merken. Dann kommen wir auch schon zu der wichtigsten Sache im Video. Meine Controller-Einstellungen. Automatisch laufen mit Controller an, Baumeister Pro an, ist ja alles selbstverständlich. Ich sage euch ehrlich, was ist dieses Nick-Achse, Gear-Achse oder beides? Ich habe das noch nie eingestellt. Falls Gear-Achse oder beides besser sein sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Vibration auf aus, sonst würde ich einen Zitteranfall bekommen. Meine Empfindlichkeit für das Bauen und Editieren. Bauen ist auf 1,9 und Bearbeiten ist auf 1,8. Bitte erschreckt euch nicht. Es fühlt sich in-game wirklich nicht so langsam an. Vertraut mir. Ihr müsst dem Dicken heute wirklich vertrauen. Meine Umsehempfindlichkeit ist beides auf 35%. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle vom Stuhl gefallen. Aber dem müssen wir vertrauen. Die Zielvisierempfindlichkeit ist auf 10 und 9. Ich habe das noch nie geändert. Seitdem ich Fortnite spiele, ist das auf 10, 9. Und ich habe absolut crazy Aim damit. Okay. Jetzt kommt das Battle für alle Controller-Spieler. Alle sagen immer, linear ist besser oder exponentiell ist besser. Ich sag euch ehrlich, ich habe mein ganzes Leben auf linear gespielt. Aber seitdem ich auf Expo geswitcht bin, habe ich so einen geisteskranken Unterschied gemerkt, vor allem mit meiner Sense. Ihr denkt alle, dass es sich jetzt bestimmt richtig langsam anfühlen würde und dass ihr euch gefühlt nicht mal drehen könnt. Aber wenn ihr die Settings genau 1:1 so kopiert und die austestet, werde ich euch sagen, ihr werdet zu 100% besseres Aim kriegen. Ihr werdet zu 100% clean das Peace Control kriegen und ihr werdet zu 100% besser bauen können. Für die Controller-Todzone würde ich euch nur auf 5-5 empfehlen, wenn euer Controller absolut gar keinen Stickdrift hat. Ich denke, dass die meisten von euch sowieso schon wissen, was Stickdrift ist. Falls ihr Stickdrift haben solltet, empfehle ich euch, es auf 10-7 zu machen. 10-8, 10-7. So. 10-7. Und wenn ihr keinen Stickdrift habt, einfach auf 5-5. Dieses Fußcontroller habe ich noch nie gecheckt. Habe ich einfach auf aus. Solltet ihr auch einfach aus ausmachen. Das ist, glaube ich, komplett unnötig. Am Ende sage ich euch schon ganz kurz meine Tastenbelegung. Da sehr, sehr viele in meinen Streams oder unter meinen Videos fragen. Und zwar, ich editiere auf L3. Springen tue ich auf X. Bauplan hole ich auf Kreis raus. Sprinten tue ich auf der rechten Pfeiltaste. Zurücksetzen beim Bearbeiten drücke ich R1. Und nochmal ganz wichtig, ich spiele Edit on Release. Ihr habt meine Settings jetzt. Aber jetzt kommt noch ein ganz großer Beweis für euch, dass die Settings wirklich gut sind. Wie ihr hier seht, haben mehrere Leute auf Twitter getweetet, wie gut meine Sense ist, wie krass sie sich damit verbessert haben und wie glücklich sie nur damit sind. Deswegen sage ich euch, bitte nutzt diese Sense. Zum Ende hin würde ich euch gerne noch ein paar Clips zeigen, wie ich mit der Sense klarkomme, damit ihr auch wirklich seht, wie gut ich damit bin. Und ich sage euch jetzt so eine Sache. Ihr werdet nicht in den ersten 10 Minuten direkt der beste Spieler sein. Ihr müsst euch wirklich auf der Sense einspielen. Vielleicht mehrere Stunden oder mehrere Tage. Es kommt immer auf die Person an. Und jetzt viel Spaß mit den Clips. Oh mein Gott! Ey. Oh mein Gott! Ey, chill, Kollege. Ja. Oh mein Gott, Bro! Oh! Oh mein Gott! Ich bin offline. Oh mein Gott!
Hier sind wir aber auch schon am Ende angelangt, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem sehr, sehr gefallen. Probiert gerne die Settings aus. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr sie findet. Ansonsten lasst gerne positives Feedback auf dem Video da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Der Dicke verabschiedet sich. Ciao, ciao.